Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Im letzten Part waren wir hier in diesem kleinen Tempel, das war der Totenwächter-Tempel. Und ja, hier dieses X, das hatten wir beim Erkunden oder Versuchen zu erkunden total vergessen, oder ich. Und dann mal schauen, was Greg hier vergraben hat. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Trank. 1, 2, 3 Tränke. Und hier noch ein Lederbeutel. Der Punkt war einfach den Tempel, da sind wir reingekommen. Aber da vorne. Ja, gehen wir mal ein Stückchen weiter nach vorne. Gibt es auch noch was? Und da wollte ich hin, bin da vorne über die Berge marschiert, habe mich festgelaufen. Und habe dann so, okay, jetzt wird mal Onkel Google befragt. Und ich habe dann tatsächlich eine Lösung gefunden. Man kann da rüberspringen. Der Punkt ist einfach, man muss die richtige Stelle haben. Und entsprechend gut springen. Deswegen werde ich jetzt auch mit mehreren kleinen Saves arbeiten. Dieses Mal auf Stufe 2. Ich habe einen Verdacht. Ah. Ich glaube, beim Schleichen konnte man nicht runterfallen. Ja, so bin ich genau auf der Kante. Und jetzt einmal hüpfen, dann müsste ich ohne Schaden auf der anderen Seite ankommen. So viel zum Thema ohne Schaden. Da fehlt ein bisschen was. An Strecke. Na, vielleicht da auf der Kante. Dass das des Rätsels Lösung ist. Ja, nee. Ich werde euch, zumindest habe ich es vor, verlinken, was die Lösung ist. Eine kleine Bildgalerie. Und dieses Leuchten da ist eine Secret Weapon. Eine Geheimwaffe. Ah. Vielleicht ist das hier die richtige Stelle. Hm? Und hüpf. Nö. Ist es nicht. Der Weg der 1000 Tode. Ja, einfach nur hüpfen. Und warum sterbe ich? Der Weg der 2000 Tode. Auf jeden Fall an irgendwo hier oben an der Kante muss man sich dran stellen und drüber hüpfen. Nur noch die richtige Stelle finden. Das war's ganz definitiv nicht. Spiel laden. Es soll ohne Anlauf funktionieren. Genau das ist der Witz an der Sache. Und 50 mal überall und nirgends angeeckt. Ich hasse es. Ich könnte natürlich jetzt auch einen Cut setzen und einfach den erfolgreichen Try euch zeigen. Und ich
Ich glaube, das werde ich tatsächlich auch machen. Einen Versuch nehme ich mir jetzt noch raus. An der Stelle hier sah es ja eigentlich immer relativ gut aus. Ja, irgendwas fehlt da. Na, ich werde schneiden. Damit nicht zu viel Videozeit flöten geht. So, jetzt haben wir gesehen, es funktioniert. So aus dem Stand einfach runterhüpfen. Funktioniert, wenn ihr Akrobatik habt. Dafür muss man halt eine gewisse Menge an Geschick haben. Da ich jetzt drüben bin, kann ich einmal speichern. Und hier haben wir erstmal Steinwächter. Komm an. Dich mache ich jetzt erstmal fertig, mein Junge. Nichts zu plündern. Nö, höchstwahrscheinlich gibt es noch einen. Jawohl. Ah, viel Leben ist nicht mehr. Magischer Pfeil, magischer Bogen. Und dieser magische... Ein Trank, schön. Dieser magische Bogen ist einer der Secret-Waffen, wieder mal. Aber schön, dass nicht nur Greg es schafft, hier rüber zu kommen, sondern wir auch. Heilkraut. Truhe. Steintafel des Zweihandkampfes. Aquamarin, bisschen Kohle, magische Pfeile. Streng genommen sollte ich nochmal speichern, nicht dass hier noch irgendwie ein Vieh rumeiert. Hm? Nichts zu. Achso, Steinwächter. Na, gucke ich mich erstmal hier um. Snapperkraut. Werden wir im Worst Case benötigen. Ja, wenn man einmal hier ist, kann man sich auch richtig umgucken. Ich werde mir dieses Gehüpfe nicht noch einmal antun. Noch ein Snapperkraut. Schwarzes Erz. Wow, die Ebene des Snapperkrauts. Feuernessel. Noch ein Snapper. Oh, Weidenbeeren, die sind mir jetzt nicht ganz so wichtig. Aber wenn man einmal hier ist, warum nicht mitnehmen? Ah, da sieht es auch so aus, als wäre dahinter noch was. Blub. Trank. Hallo, liebe Maus. Ja, ich mag es eigentlich absolut nicht, mit einer Maus in Gothic 2 zu arbeiten. Gehört für manche wahrscheinlich mit zum Spiel dazu. Na, Greg, was hast du hier vergraben? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Trank. Leichter Fisch. Alte Steintafel. Allein schon für die alte Steintafel hat sich dieses blöde Rumgeaste hier gelohnt. Mehr scheint es hier aber auch nicht zu geben. Dann schauen wir uns nochmal den Bogen an, den magischen. Buchenbogen. Irrelevant. Magischer Bogen. Für 50 Geschicklichkeit können wir anlegen. 100 Schaden. Das ist richtig nice. Die 50 Geschicklichkeit haben wir auch. Feuerbogen.
ist deutlich schwächer. Eschenbogen kann ich auch momentan nicht anlegen. Jagdbogen als normalen Bogen. Ja, nehme ich den. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Über normales Springen kommen wir nicht zurück. Über Laufen springen werden wir es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ich speichere und dann mal schauen, ob ich es euch nochmal zeigen kann. Vielleicht klappt es ja doch. Es würde mich aber wundern. Hep. Ja, das war kein Springen. Das war auch die falsche Taste nebenbei. So. Und let's go. Wie ihr seht, so funktioniert es nicht. Und wenn man keine Möglichkeiten hat, so mit Akrobatik wird man auch wieder problemlos rüberkommen. Akrobatik haben wir aber nicht, selbst wenn wir alles Mögliche, was wir haben, reinschmeißen würden. Wo sind die Kräuter? Feldsumpfkraut, Snapperkraut, genau, davon schmeiße ich mir jetzt mal einen rein. Und damit müssten wir genug Anlauf haben. Oder auch nicht. Vielleicht bin ich auch nur zum falschen Zeitpunkt gesprungen. Aber eigentlich sollte ein Snapperkraut ausreichen, um rüberzukommen. Ja, Geschwindigkeitstränke haben wir jetzt auch. Aber ich möchte es erstmal mit Snapperkraut probieren. Davon haben wir nämlich mehr als genug. Hep. Nö. Gut. Da ich wieder mal zu blöd bin und ob Snapperkraut oder Geschwindigkeitstrank an sich egal ist, kommt auf selber heraus vom Bonus her, nehme ich jetzt eine andere Variante, die man halt auf dem Schirm haben muss. Ein Lurker kann nämlich unheimlich weit springen. Der sollte es hier auch vom Stand aus schaffen, rüberzukommen. Aua! Quad Erat Demonstrandum. Was zu beweisen gewesen wäre. I hate it. Komm, Lurkerlein. So war das nicht geplant. Wenn man die falsche Taste drückt. Hä? Ja, ich hab dich ausgerüstet. Alles gut. Lurker. Und hopp. Ich hasse es. Aber ihr habt gesehen, er kann springen. Warum muss ich dauernd solche Fails hinlegen? Hat für andere vielleicht Unterhaltungswert. Lecker. Ha! Ich bin doch rübergekommen. So. Tagesziel erreicht. Ich beende den Part an der Stelle. Nein, natürlich nicht. Was habt ihr erwartet? Dass ich jetzt wirklich den Part beende? Ne, ich futter ein bisschen hoch. Damit haben wir die beiden Canyons durch.
mit dem, was ich unbedingt erreichen wollte in den Canyons. Eventuell habe ich was vergessen oder übersehen. Na, das muss reichen. Nach einer Verwandlung muss man Waffen wieder neu anlegen. Das ist der Nachteil. Die Hand sagt schöner leuchten wegen der Verwandlung. Was uns jetzt noch fehlt, ist der Sumpf. Nahezu komplett. Das heißt, wir marschieren jetzt erstmal wieder zurück. Und dann schnuppern wir in den Sumpf hinein. Und arbeiten uns erstmal bei dem durch. Ach ja, um die Erfahrungspunkte zu zeigen, die uns noch fehlen. Roundabout 3000 fürs nächste Level Up. Die Orks, die an der einen Brücke standen, habe ich auch nicht gemacht. Wie man hört. Ja, brüll du mal. Ich möchte doch nur hier aus dem Tal raus und mit meinen Magierkollegen sprechen. Auch wenn sie den falschen Gott anbeten. Ich gehe auch davon aus, dass ich wieder unter der Stunde sein werde am Ende des Videos, weil ich das immer so schlecht abschätzen kann, wie viel ich rausschneiden muss. Aber ich denke mal, es gibt Schlimmeres. Ich bin hier auf jeden Fall lebend wieder hingekommen und es wäre schneller gegangen. Du Saturas, ja, oder? Ne, Riordrian. Du Onisaturas, du Kronos. Hallo, Saturas. Du kriegst Tafeln. Hä? Ja, ich glaube, das spreche ich mal an. Ich weiß mich nicht mal mehr, ob ich das schon getan hatte. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. Na dann, ein paar haben wir ja noch. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Ja, ja, ist schon klar, ist schon klar. Neuen Kreis gibst du uns auch nicht. Ardanos möge dich schützen. Und ihr wisst, was ich mache, wenn ich hier bei den Magiern bin. Und nicht full life und full Mana bin. Und nochmal speichern. Safety first. Und eventuell ein bisschen shoppen. Ein bisschen Gold haben wir auch gekriegt. Hey, du. Nö. Myxia. Nö. Dafür fehlt uns ein Level Up. Ich wollte shoppen. Riordrian! Tränke brauen. Nein. Herrschaftshäuser. War ich ja schon ein paar. Soll ich... Wegen der Herrenhäuser. Ja,
Die Orks scheinen sich für die Bibliothek der Gelehrten zu interessieren. Denkst du, dass sie die alte Sprache lesen können? Ich denke nicht. Aber wer weiß das schon? Vielleicht solltest du trotzdem besser dafür sorgen, dass sie verschwinden. Das Haus der Totenwächter wird beherrscht von der Macht des Bösen. Ich glaube, ich habe selten so viele Zombies auf einem Haufen gesehen. Das ist bedauerlich. Die Totenwächter wurden offenbar Opfer ihrer speziellen Fähigkeiten. Ihre Verbundenheit zur Totenwelt hat ihnen schwer geschadet. Ich hoffe, du hast sie von ihrem Leid erlösen können. Mhm. Hab ich. Die Orks werden das Interesse an dieser Region bald verlieren. Wie kommst du darauf? Ihr Anführer ist tot. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Störungen dieser Art können wir jetzt nun wirklich nicht gebrauchen. Ja, mit dem... Genau, hätten wir jetzt auch nicht. Na, jährlich unterrichten muss auch nicht sein. Mit dir hatten wir doch auch schon das Vergnügen gerade, oder nicht? Warte mal. Ja, klar. Oh, super, ey. Rian. Bei wem konnten wir einkaufen? Kronos? Myxia, hatten wir schon das Vergnügen. Glatze ist Sazuras. Warum rennt ihr schon wieder weg? Hallo, Kronos. Hallo. Hey, du. Ja. Lass uns handeln. Die Tränke sind auf jeden Fall sehr interessant. Stab der Wassermagier, irrelevant. Runensteine sind grundsätzlich interessant. Ach komm, ich nehme sie einfach mal mit. Wer weiß, wann wir sie brauchen. Eine Rune wollte ich ja gemacht haben. Das Unwetter. Kugelblitz wäre auch nicht verkehrt. Aber erstmal hier Unwetter. Damit wir es haben. Damit wir die Rune fertig haben. Die Tränke könnte ich mir eigentlich auch noch snacken. Genug Gold haben wir ja. Wisst ihr, was mache ich tatsächlich? Spart uns sowas von viel Aufladezeit. Spätestens fürs Late Game. Upsala. Was habe ich denn jetzt angestellt? Egal. Zack. Gibt scheinbar eine Quick-Loot-Taste. Ja, mache ich das Unwetter jetzt fertig, auch wenn wir es noch nicht einsetzen können, weil wir zu wenig Mana haben. Aber was man hat, das hat man. Und eigentlich wollte ich noch andere Sachen von ihm eingekauft haben, beziehungsweise gucken, ob er es hat. Verwandlungsspruchrollen. Lass uns handeln. Schaf, Wolf, Waterfaust. In undichtig. Skavanga, Feldräuber, Unwetter, Wolfrufen. Ja, Unwetter könnte ich aber eigentlich auch so in der Tasche haben. Könnte interessant werden. Einfach, weil es relativ günstig als Einzelnes ist. Ohne Rune. Ja, könnte hilfreich sein. Kostet 200 Gold. Was kann ich dem denn... Bereitschaft brauche ich eigentlich auch nicht. Nee. Ich gucke bei den Waffen nach, was ich dem verzickern kann. Runenmacht, weg damit, werden wir nie tragen. Rapier, haben wir ein Ersatzpapier, dann können die anderen Waffen weg. Gammelwaffen. Plankenbrecher. Grobes Langschwert. Orkaxt. Zauberstab, der wird erhalten. Wegen dem Mana-Bonus. Rostige Zweihänder weg. Richtstab. Hier in Jaken, da sind wir goldmäßig nicht ganz so gut aufgestellt. Ach, die Degen können auch weg. Wir haben ja eine Ersatzwaffe. Die Spitzhacke bleibt. Die schweren Äste können weg. Ja, passt schon so. Jetzt hole ich mir den restlichen Unwetter ab.
zwei Stück noch. Was wir haben, haben wir. Jetzt speichere ich mir das nochmal ab. Und jetzt geht's Richtung Sumpf. Wo wir in diesem Let's Play noch gar nicht wirklich waren. Wir haben kurz mal guten Tag gesagt, ja. Mehr aber auch nicht. Boah, geh doch einfach sterben, ey. Dass ich den nicht wegkritze, das nervt. Ich habe ja kein Problem damit, dass ich mal ein bisschen länger brauche, aber so lange nicht kritten. Und ich kaufe mir die Spruch. Ui, William! Du hast dich wohl mit dem Falschen angelegt. Diese Notiz hatte der Fischer William bei sich. Alte Münze, zwei Dietriche, ein Apfel. Die Notiz, die möchte ich auf jeden Fall mir jetzt angucken. Den hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass der da ist. William, wenn der Mond in vollem Licht steht, wird die Wache abgelenkt sein. Schleich dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du dem Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tals, weit im Westen. Von dort sollte es dir ein leichtes sein, mit dem Boot zu entkommen. Mhm. Jemand, der es gut meint. Ja, total gut. So gut, dass William gestorben ist. Kann mal bitte jemand das Unwetter abschalten? Ja, gucke ich mich hier noch mal ein bisschen um. Ganz offensichtlich war ich hier ja noch nicht. Ah, Dunkelpilze. Wenn ich hier noch nicht war, kann hier natürlich noch das ein oder interessante liegen. Ja, bis hier rüber bin ich schon gelaufen. Hepp. Warum habe ich mir die Rollen Unwetter gekauft, wenn eh schon Unwetter herrscht? Hat das irgendeinen besonderen Sinn gehabt? Offensichtlich nicht. Oder hat Ada noch was dagegen, dass ich mich hier umgucke? Das wird natürlich auch so manches erklären. Oh, ein grobes Preisschwert, noch ein Trank. Zwei Drittel der Map haben wir abgegrast. Also roundabout. Von der Open World Map. Zwei Drittel. Und der Sumpf ist tatsächlich das größte Gebiet. Und je größer ein Gebiet, umso höher das Gefahrenpotenzial. Ich meine, hey komm, wir können es noch nicht mal mit Orks anlegen, ohne zu sterben. Ja. Sumsebum? Ah, Sumsebum. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Nicht zu holen, nicht zu plündern, blablablub. Ein Skelett mit Tränken. Ein rostiges Schwert. Der liegt wohl schon etwas länger darum. Und ruht sich aus. Das könnte ein bisschen zu steil sein. Ab jetzt haben wir wieder Viecher. Ah,
Nächste Stelle zum Graben. Na, Greg, was gibt's dieses Mal für uns? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Sabine, schade. Alte Steintafel. Und Ende. Toll. Habe ich heute schon gesagt, dass ich auf das Gewitter so gar keinen Nerv habe? Na komm, geh sterben. Sumpfgrasdrohne. Boah, frisst aber ordentlich Schaden. Da ist nichts zu holen. Durch unseren Bogen. Da ist nichts zu holen. Ah, da. Summt. Sumsebummt. Da auch Blutfliege. Ah, komm rangeflogen, dann verschwinde ich keine Pfeile. Na, vielleicht sollte ich auch die Rüstung wechseln. Ja, einmal Map. Dafür haben wir sie ja. Links oben wäre der Canyon-Tunnel. Ja, ich möchte auf jeden Fall den Sumpf abgrasen. Die Dunkelpilze will ich aber auch mitnehmen. Was da vorne? Sumpfratze oder was Besonderes? Ne, nur Sumpfratten. Feuernessel, Sumpfratten. So. Sumpfratten gehen ja relativ schnell und einfach daran. Da ist nichts. Freie Erfahrungspunkte. Was bist du? Auch eine Sumpfratze, die angezappelt kommt? Ja. Da vorne kommt noch eine Sumpfratze. Ah, Sumsebienchen. Ah, erstmal die Sumpfratze. Jetzt die Waffe wechseln. Waffe einstecken, damit ich sowas wie eine Feuernessel einsammeln kann. Ich laufe jetzt hier erstmal am Rand rum. Sumpfgasdrohnen sind auch Addon World Only. Hä? Ich habe mich jetzt nur gewundert. Ich war so dicht dran und trotzdem ist die ausgewichen oder ich habe daneben geschossen. Das fand ich ungewöhnlich. Heilpflanze. Was kommt da an? Ja, komm her. Warte. Du bist ein schöner Fleischlieferant. Da vorne haben wir einen Varan. Oh, noch mehr Sumpfgrasdrohnen. Und ich sehe jede Menge Dunkelpilze. Oh, geh sterben! Und du auch. Level up! Hm, speichern. Dunkelpilz, Dunkelpilz. Wenn das so weitergeht, machen wir uns bald ein Pilzragout. Dunkelpilz.
Ja, komm ran. Alles, was wir an Dunkelpilze jetzt sammeln, hilft uns später. Kapitel 5. Werden regulär unsere Werte sowas von in die Höhe schießen. Über die ganz normalen Sachen, die man hier so sammeln kann. Ohne zu cheaten. Ein Cheat habe ich euch ja im letzten Part gezeigt. Trank. Beziehungsweise nicht Cheat, sondern Bug. Noch mehr Dunkelpilze. Alles so Teile, die man sehr leicht übersehen kann. Deswegen gibt es auch Spieler, die sagen, hey, mit dem Amulett, mit dem Suchen. Zumindest Kräuter suchen sollte es erlernen. Und ja, macht Sinn. Aber es gibt genug Stellen, wo ich mir sage, da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Da muss ich mir jetzt auch nicht das allerkleinste bisschen noch rauskitzeln. Ich kitzel schon genug raus. Ja, vorne ist noch so eine Sumpfdrohne, mehrere sogar. Ah, da ist noch ein X. Noch ein X gefällt mir. Wird was Gutes bei rumkommen. Die Frage ist nur was. Ja, ich sehe auch noch einen Dunkelpilz. Ja, erstmal kümmere ich mich um die Drohnen. Da ist eine Kiste, die man übersehen könnte. Wow. Dröhnchen. Ja, die Sumpfratte ist mir egal. Die Spells gerade auch. Ein bisschen hochheilen sollte ich mich aber in Kürze. Egal, erstmal gucken, was hier vorne so rumliegt. Bolzen. Trank. Ah, scheiß auf den Bolzen. Das ist eine normale Kiste zum Öffnen. Noch ein Trank. Nochmal 100 Bolzen. Sind zumindest 100 Gold. Noch eine Sonnenaloe? Nee, Sumpfdrohne. Ich dachte jetzt schon. Ah, und bevor ich dich vergesse. So, Greg. Womit hast du uns dieses Mal beschenkt? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Honigtabak. Eine alte Steintafel. Ein Amulett. Was für ein Amulett denn? So viele Amulette haben wir ja nicht. Warum gehe ich hier nach unten, wenn die Amulette weiter oben sind? Lalalala. Amulett der Priester. Das ist schön. Krieger. Priester 1. Wir brauchen noch einen Ring der Priester. Die Frage ist nur, wo ist dieser Ring? Zur Not werde ich es auch wieder googeln. Ist mir relativ Wumpe. Ah, und wir futtern uns wieder hoch. Die Frage ist nur, ob ich es im Übertränke mache. Es würde schneller gehen, definitiv. Aber nein, ich futter mich so hoch. Ich könnte natürlich auch jetzt schon Äpfel fressen. Ja, warum nicht? Ist weniger Leben, aber trotzdem haue ich mir jetzt die Äpfel rein. Wir skillen auf diesem Charakter eh keine Stärke. So,
Saftig und frisch. Und Fleisch. Besaufen müssen wir uns jetzt nicht. Auf 100% hochheilen habe ich auch nicht vor. Insofern. Naja, das wird jetzt erstmal reichen. Nochmal auf dem Map gucken, wo wir genau sind. Und da, ihr seht den blauen Punkt. Da ist nochmal ein Porter. Nochmal einen kleinen Safe. Dann können wir uns weiter umgucken. Waldbeeren, Waldbeeren. Ich glaube, ich sollte mich hier links halten für den Porter. Sumpfgrasdrohne und Waran. Ja, ich wollte mich eigentlich links halten. Ja, ist das Schöne am Gothic 2. Da wird das Target von sich aus gewechselt. Nicht immer, aber häufig. Feuerkraut ist mir relativ irrelevant. Ah, Dunkelpilze. Und wahrscheinlich werde ich gleich von den Kleinen von hinten angegriffen. Ja. Hallo? Was fällt dir ein? Mit deinem Knüppel. Was liegt hier? Reptilienhaut. Minecrawler-Platten. Haut eines Sumpfhais. Die Pfeile sind mir eigentlich egal. Der Lederbeutel ist mir aber nicht egal. Oh, noch mehr Sumpfratten. Zwei schwarze Goblins. So, weg mit dir. Haben wir hier was Interessantes? Sturmknecht? Weiß nicht, ob das was Interessantes ist. Ja, ich gucke jetzt erstmal hier die halb versunkenen Häuser ab. Hier war ich, glaube ich, schon. Da war ich. Hier offensichtlich noch nicht, sonst wäre die Blutfliege nicht da. Na, Fliege. Geh sterben, da kommt die nächste Fliege, die sterben möchte. Noch ein Beutel und ein Trunk. Schön. Da ist die nächste Fliege. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Da ist die nächste, die kommt gleich auch an. Sumpfratte ist mir relativ egal. So, irgendwo hatte ich doch jetzt gerade den Porter gesehen. Da. Feuernessel, Feldkühl, riecht Trank. Trank ist gut. Mit diesen Sockeln, kleine Info für euch, setzt ihr einen Sockel und werdet dabei angegriffen, kann es sein, dass ihr den Sockel nicht setzt und der Fokus weg ist. Und ihn auch nicht wiederbekommt.
Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, gibt es dafür aber auch Patches oder Cheatcodes, damit ihr dann doch das noch machen könnt. So, einmal rausgekommen. Sagen wir Bescheid. Wenn wir finden, bei wem. Bei dir, glaube ich, war das. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. 150 Gold. Naja. So, und zurück zum Tal. Nein, zum Sumpf müsstest du dann sein. Ja. Tagebucheintrag. Könnte ich jetzt tatsächlich nochmal mehr angucken. Reliquien. Jetzt sehen wir auch, welche Tafeln wir schon abgegeben haben. Eine blaue, Südwesten, Priester, Gelehrte, gelbe Tafel, Violett, die Totenwächter im Süden. Fehlen noch zwei Tafeln. Kraft der Fokussteine, Sumpf, südlich vom Banditenlager, bla bla blub. Map, damit ich nochmal Orientierung habe. Jo, jetzt hier weiter im Süden. Da seht ihr doch auch, dass da nochmal ein Weg ist. Und den möchte ich gerne ablaufen. Ja, ist da? Ach, Flieger. Und Dunkelpilz. Geh sterben. Komm ran und dann gehst du sterben. Danke. Da unten ist noch eine Sumpfgrasdrohne. Nochmal extra Erfahrung. Goblin-Krieger. Mit euch möchte ich mich weniger anlegen. Oh, warum habe ich die Blutfliege noch nicht erwischt? Oh, mehr als eine. Ach so, weil die schlafen. Ist klar, dass ich sie nicht, noch nicht gesehen habe. Ist das überhaupt die richtige Richtung jetzt? Für mich? Nö, natürlich nicht. Ja, beim Sumpf ist so viel, was man übersehen kann. Also von der Fläche her, ob jetzt wirklich loot-technisch viel zu übersehen, das weiß ich nicht. Wenn ja, werde ich das früh genug herausfinden. Ist zumindest zu befürchten. Ja, da haben wir eine Sumpfratte. Die Erfahrung möchte ich mir auch wieder nicht abhanden gehen lassen. Ja, oder ich näher mich an, habe ich auch kein Problem mit. Mit Vor- und zu Seitschlägen. Da ist nichts zu holen. Ja, Blutfliege, du bist mir relativ egal, du stirbst sowieso. Dein Kollege da vorne auch. Naja, immer diese White Hits. Hier gibt es noch ein paar Dunkelpilze. Da vorne links ist auch noch einer, den ich fast übersehen hätte. Gibt echt verdammt viel. Da oben ist auch noch irgendwas. Ja, und da müssen wir sogar hoch. Ah, noch eine Sumpffliege. Ich hab sie doch gesehen. Ha, erwischt. Soll ich mir die Erfahrungspunkte entgehen lasse? Speichern. Ah, drei Varane.
Hier rechts rüber ist nichts Großes. Ich könnte mich hochheilen, mache ich jetzt aber auch nicht. Hehe. Nur Buddlerfleisch. Auch gut. Ist da oben was? Das sieht mir so leitertechnisch aus, deswegen. Würde es mich mehr wundern, wenn hier nichts wäre. Okay. Ich habe nichts gesagt. Heilwurzel. Einmal jumpen. Vielleicht sollte ich nochmal ein Safe machen. Komm. Viel Leben haben wir nicht mehr. Komm ran. Schau mich hier trotzdem noch weiter um. Ja, was zischt denn hier so? Ach! Ein Dunkelpilz. Mehr als ein Dunkelpilz. Waldbeere. Warum nicht eine Goblinbeere? Auch ein X, was man sehr leicht übersehen könnte. Greg, du bist ein Meister deines Faches mit Sachen verstecken. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Trank. Eine Spruchrolle. Und Ende. Wow. Ungewöhnlich. Ich bin mehr gewohnt. Ja, wenn du mich nicht hochhüpfen lassen willst, dann mache ich das so. Safe. So. Und welche große Halle das ist. Also von welcher Kaste? Der 5. Das ist ja jetzt Nummer 4. Erfahren wir alle zusammen, ihr und ich, im nächsten Part. Also, seid wieder dabei. Bis dann. Und ciao und tschüss.